Hey ho Schnuckis, entschuldigt bitte meine Stimme, wir drehen heute aber trotzdem ein Video, weil ich habe euch was zu zeigen. Wieder mit neuer Kamera, also wundert euch nicht, ich bin noch ein bisschen überfordert, aber wir werden sehen. Ich habe einen Haufen geilen Scheiß. Linda Halberg, Sonja G, Delium Tools, mal wieder Wayne Goss, Melt. Das war's eigentlich. Milani. Wenn ihr sehen wollt, wie dieser Look hier entstanden ist, bleibt dran. Es geht direkt los. So, machen wir mal ein bisschen Make-up drauf. Und zwar ist das jetzt das zweite Mal filmen mit meiner neuen Kamera. Und bitte seht mir ein bisschen nach. Ich experimentiere noch so ein bisschen rum, ja. Und mal gucken, wie das diesmal wird. Ich fand, beim letzten Mal war ich ganz schön nah dran. Und ich finde auch, dass man hier sieht echt jeden Krümel, jede Pore, jedes Härchen. In meinem letzten Video hatte ich einfach die ganze Zeit hier so ein Haar hängen. Ich weiß nicht mal, ob ich das online stelle. Also wundert euch nicht, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede. Ihr hört, es ist mal wieder soweit, meine Stimme ist hinüber. Das passiert mir einige Male im Jahr und ich muss sagen, dieses Jahr war es echt unglaublich selten. Heute ist es so. Mal gucken. Ich denke, wir können damit irgendwie leben, oder? Ich habe ein paar neue Sachen, mit denen möchte ich mich gerne schminken. Aber zuerst mache ich mir mal einen Primer drauf und da nehme ich im Moment ganz gerne wieder den Becker First Light Priming Filter. Ne, Backlight Priming Filter. Den First Light Priming Filter, das ist ja der lilane, aber im Moment mag ich diesen hier sehr gerne. Und den benutzen wir jetzt erstmal. Ich habe, der war meiner ganz lange Zeit mein absoluter Favoritenprimer, so 2017. Mega. Also der ist super schön. Der macht einen schönen Glow, spendet ein bisschen Feuchtigkeit. Und ich finde, der riecht sehr angenehm. Wobei man sagen muss, riechen sollte er ja am besten nach gar nichts, aber. Ist schon in Ordnung so. So, jetzt konnte der Primer ein bisschen einziehen und jetzt fangen wir mal mit Foundation an. Diese Foundation heißt Screen Queen und ist von Milani. Ich habe die Farbe 200 Nude Beige und die gebe ich mir jetzt mal so ein bisschen hier auf meinen Handrücken und dann geht's los. Ja, riecht so ein bisschen nach Lack. Die Deckkraft ist so, ich würde mal sagen, leicht. Ich würde auf jeden Fall noch was nachnehmen. Sind jetzt zwei Pumpstöße gewesen. Und meine Rötungen sind im Moment extrem schwer abzudecken. Ich weiß nicht wieso. Meine Haut hat gerade so einen Spleen, ja, diese ganze Geschichte, ihr wisst schon. Unsere aktuelle Lage macht mich sehr, ja, die macht mich fertig. Zumal, ihr wisst ja, ich bin Piercerin, das heißt, ich durfte meinen Laden jetzt wieder schließen. Also langsam kann ich verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, mich belastet das psychisch extrem. Das geht mir auch so, muss ich sagen. Aber wir machen heute Make-up-Therapie, nicht wahr? Ja. Ich nehme noch ein bisschen Concealer und zwar den von Milk. Nach wie vor finde ich den richtig gut und deshalb benutze ich den jetzt ein bisschen unterm Auge, ein bisschen noch hier auf den Wangen. Und das sollte reichen. So, Foundation, Concealer sitzen. Ich habe mir gerade noch ein bisschen MAC Paint Pot aufs Augenlid gemacht, weil ich benutze es immer gerne als Grundierung dafür. Und jetzt pudern wir mal. Und zwar nehme ich natürlich den neuen Sonia G. Smooth Buffer heißt du.
Und ich habe ja den Phase One. Der ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich. Der Phase One ist ein bisschen größer, das könnt ihr gut sehen. Und ich finde, er ist deutlich fester gebunden und kompakter als der. Der hier ist weicher und fluffiger. Ja, ich habe den schon gewaschen, dann geht er immer ganz schön auf. Der war vorher so ganz klein und kompakt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man damit ganz toll pudern kann. Und das werden wir jetzt auch machen. Ich nehme ja dieses Puder von Jeffree Star, dieses Illuminating Puder. Das finde ich ja nach wie vor richtig gut. Und dann pudern wir mal ab, oder? Ich finde es mega krass, wie in dieser Kamera echt jede meiner Poren euch offenbart wird. Ja, ich weiß gar nicht. Ich frage mich immer so, die anderen YouTuber, also die Großen, sage ich mal, die haben doch auch gute Kameras, ne? Das heißt, diese guten Kameras zeigen doch eigentlich mehr als die nicht so guten. Und jetzt frage ich mich, wieso haben die alle wirklich so geile Haut oder machen die uns was vor? Wird das da großartig bearbeitet? Das frage ich mich wirklich. Sag mal was dazu. Weil ihr habt, ey, ich meine, ihr seht echt jede Pore hier in diesem. Je nachdem, ihr müsst natürlich auch auf gute Qualität umstellen. Wenn ihr jetzt guckt, kann man das in den Einstellungen einstellen, wie gut die Qualität des Videos sein soll, was ihr guckt. Und gefällt mir eigentlich ganz gut. Leute, oh, das riecht so geil, das Puder. Also der Pinsel, ehrlich, mein neuer Puderpinsel, obwohl er für mich ein kleines Mühchen größer sein könnte. Aber ich weiß genau, dass so wie ich ihn jetzt benutze, meine Foundation wird darunter, die bleibt komplett intakt, die wird nicht irgendwie abgehoben oder sowas. Es geht mit dem hier natürlich auch gut, aber der ist noch irgendwie ein bisschen fluffiger. Ja, ich glaube, der könnte mir sehr gut gefallen. So, Brille, wo bist du? Machen wir erstmal Kontur. Und zwar habe ich dieses neue Melt Contour Stack. Sculpt Stack heißt es. Das habe ich hier in der Farbe Medium Dark, aber das gab es nur in der Farbe bei Beautylish. Und da hat man, hier oben ist ein Spiegel, das ist der helle Bronzer, das ist die helle Kontur, das ist der dunkle Bronzer und das ist die dunkle Kontur. Wir werden das jetzt mal so machen. Natürlich nehmen wir die helle Kontur, weil die hat es auch schon ganz schön in sich. Und ich gehe hier mit dem Fächerpinsel von Sonia G rein. Und ich muss sagen, es gefällt mir extrem gut. Ich habe das auch schon ausprobiert. Lässt sich gut verblenden. Macht eine schöne Kontur auf jeden Fall. Und ich gebe mir das auch hier hin. Hat auf jeden Fall ordentlich Wumms. Und ja, gefällt mir. Ich probiere jetzt mal den Pinsel fürs Bronzen. Und zwar ist das der Masterface. Den nehme ich ja sonst. nehme ich ja sonst eigentlich fürs Pudern. Aber vielleicht. Okay, nein, der gefällt mir nicht so gut fürs Bronzen. Fürs Bronzen. Dann nehmen wir lieber den guten alten, riesengroßen Fächerpinsel. Mir gefällt die Farbe super von dem Bronzer, muss ich echt sagen. Es ist eine richtig schöne, frische Farbe. Nicht zu warm, nicht zu irgendwas, sondern so richtig schön. Man muss auch nicht stundenlang aufbauen. Gehen wir mal in die Vorbereitung fürs Auge rein und dann nehme ich aus diesem Stack die dunkelste Farbe und gebe mir das mit einem fluffigen Pinsel einfach hier hinten so ein bisschen hin. Oh ja, uhu, die Farbe ist krass. Die Farbe ist wirklich dunkel. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das verblenden kann.
Vielleicht hätte ich mit der helleren anfangen sollen. Ich nehme jetzt nochmal die helle Konturfarbe und verblende das damit mal ein bisschen besser, weil es ist sehr dunkel und natürlich ist es auch kein Lidschatten. Das heißt, es verhält sich auch ein bisschen anders auf dem Auge als die meisten Lidschatten. Aber doch, das geht schon. Und jetzt nehme ich nochmal den dunklen und gebe mir den hier hinten nochmal so ein bisschen intensiver hin. So, Bronzer ist drauf. Ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger zu sprechen, damit die Stimme noch fürs Ende des Videos reicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja schon ausprobiert und ich mag das total. Ich finde das, irgendwie finde ich es halt auch cool, so fancy, und ich finde die Farben da drin super. Vor allen Dingen dieses dunkle Braun hier, was eigentlich ein Kontur für dunkle ist, kann man so geil als Lidschatten benutzen. Das finde ich sehr gut. Kommen wir zu den Augen und da nehme ich den Linda Hallberg Interstellar Liquid Eyeshadow in Multichrome. Und ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, ich habe mir dieses Augenpinsel-Set von Linda Hallberg auch geholt. Und da ist auch so ein Puffy hier mit dabei. Da werde ich mich heute einiger Pinsel bedienen. Und zwar einmal diesem flachen Lidschattenpinsel und dem etwas fluffigeren hier. Und wir tragen das Ganze jetzt mal auf. Das Zeug ist geil. Ich habe schon probiert. Lässt sich super verarbeiten. Ganz ehrlich, ich war richtig hin und weg. Ich nehme das jetzt mit diesem flacheren Pinsel auf. Gebe mir das einfach aufs Augenlid. Also ich finde, man kann den super, super verarbeiten. Ich war total happy. Das ist ja immer so bei diesen... Wo ist jetzt der andere Pinsel? Da. Ich gehe jetzt noch mit dem fluffigeren Pinsel rein und verblende mir das so ein bisschen. Bei den... Oftmals ist es bei diesen Liquid Eyeshadows wirklich problematisch, sie aufzubauen. Und dann hat man ganz oft hier Fleckchen und dann Brocken und dann hebt es sich irgendwie ab. Und das ist hier echt überhaupt nicht so. Und ich finde, gerade mit diesen Pinseln von ihr lässt sich das so toll verarbeiten. Guckt euch das mal an. Cool, oder? Und das war jetzt wirklich einfach, ne? Ich baue jetzt noch mal so ein kleines bisschen auf. Nehme einfach von dem Pinsel so ein bisschen die Spitze und gebe das noch mal unten drunter. Ich hatte den neulich schon mal drauf und bei Instagram hatte ich das auch gezeigt. Ich war unglaublich baff, wie krass der gehalten hat. Zumal, ich weiß ja, viele von euch haben das gleiche Problem wie ich. Die Augenlider sind schon faltig, man hat schon so ein bisschen so ein Hängelid, ne? Und ganz oft ist es so, dass es sich in diesen Falten natürlich so ein bisschen separiert, ein bisschen sammelt und nicht mehr so schön aussieht im Laufe des Tages. Der hat so geil gehalten. Ich war richtig schockiert, ne? Ehrlich, also ich war total baff, wie der gehalten hat. Und erster Eindruck von der Textur ist es noch geiler als das von Dingens, von Natascha. Wirklich, ich bin richtig, richtig baff. So sieht er jetzt aus. Ich weiß, dass der gerade aktuell ausverkauft ist bei Beauty Bay. Aber der kommt schon wieder rein. Also da bin ich mir ganz sicher. Und ich habe ja schon den goldenen davon, von diesem Interstellar. Ich suche ihn mal eben. Das ist der goldene von Linda Hallberg, der Interstellar in Gold. Und es gibt den auch jetzt noch in so Silber, so Diamond-mäßig. Das hier ist richtig, der goldene, das ist so richtig glitzermäßig. Und der hier ist halt wirklich so, ja, Liquid Eyeshadow. Also, ich mag beide. Und den besonders. Besonders gerne. Ich kann ja nochmal versuchen, euch diesen Duochrome zu swatchen. Das ist ja immer so super schwierig. Weil, ganz ehrlich, wenn ich ihn jetzt. Ihr seht jetzt hier hauptsächlich. Na komm, fokussier das mal. Lila.
könnt den Grün, das Grün gar nicht sehen, ne? Weil wenn ich ihn hier angucke, ist er grün. Ah, oh, Leute, das ist so schwierig. Also der ist grün, ein bisschen gold, lila, hat so einen Hauch von Pink auch ab und zu mit drin. Also wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Farben. Ja, und ihr seht nur lila. So, jetzt ziehen wir uns mal einen kleinen Lidstrich und zwar mit diesem Pinsel. Und dieser Pinsel ist wirklich klein. Ja, ich zeige euch mal von Zoeva den Wingliner, heißt der. Und hier ist der aus dem Linda Harbeck Set. Ihr könnt mal sehen, der ist wirklich deutlich, deutlich kleiner. Und ich habe den schon benutzt und ihr könnt damit den präzisesten, krassesten Lidstrich ziehen, den ihr euch vorstellen könnt. Also für alle, die noch einen kleinen Lidstrichpinsel gesucht haben, der ist wirklich, wirklich toll. Der stand auch schon länger auf meiner Wunschliste. Guck mal, das war super einfach, oder? Also der ist wirklich, wirklich, wenn ihr Bock habt, auch mit so Pöttchen zu arbeiten. Ich habe jetzt hier von Revolution den Gel Eyeliner, den finde ich richtig gut. Dann, ja, dann ist das absolute Empfehlung. Wenn ihr eh bei Beautylish bestellen wollt, bei Beauty Bay, entschuldigt bitte. Ich habe mal eben Wimpern und Augenbrauen gemacht. Und jetzt kommen wir zu weiteren spannenden Produkten, und zwar Wayne Goss. Ich habe ja schon ein, wartet, da ist es, der Manuel. Ich habe ja schon eine Blush-Palette von Wayne Goss, und zwar die Farbe Coral Rose. Die ist ja im Moment eigentlich ständig ausverkauft. Und jetzt habe ich mir noch dazu geholt Vivid Azalea. Das ist so heftig. Wir machen erstmal Highlighter. Der Highlighter, oder wartet besser, ich swatche euch das erstmal. Der Highlighter ist, mal gucken, der Highlighter ist so weiß, bisschen so Duochrome, finde ich. Könnt ihr es sehen? Ey, ich bin mal gespannt. Also ich, eigentlich so eine Art von Highlighter trage ich normalerweise nicht. Leute, okay, dann lass uns mal anfangen. Also ich habe ja schon, wie gesagt, das eine Blush Duo von ihm und ich finde die Textur richtig geil. Und das ist auch hier wieder der Fall. Gefällt mir besser, als ich es angedacht hätte. Angedacht hätte. Trecker-Alarm. Was sagt ihr? Oh, ich finde es sehr interessant. Sehr interessant. Jetzt nehmen wir mal das Rouge. Ordentlich abklopfen. Und ach, das ist, oh. Nichts für schwache Nerven, Leute. Nichts für schwache Nerven. Aber für mich sehr kühl, also da muss man Bock drauf haben, ne? Das müsst ihr wissen, sehr auffällig, sehr kühl. Ich gehe jetzt nochmal rein, klopfe ab, tappe ab und gucke mal für euch, ob das auch noch dezenter geht. Ja, das geht dezenter. Also man kann das durchaus noch dezenter haben, wenn man will. Man muss auch wissen, dieser Pinsel hier, das ist der Soft Cheek. Soft Cheek von Sonja, der packt sehr, sehr viel Produkt. Also man könnte auch sonst einen anderen Pinsel nehmen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Wayne Goss Nummer 14 habt, der packt
auch gut Produkt, aber etwas weniger stark als der hier von Sonia G. Halleluja, aber die Farbkombi hat er gut gemacht, muss ich sagen. Hat er wirklich gut gemacht. Die Mischung aus Highlighter und Blush, ich vermenge die ja miteinander am Ende, quasi, kommt gut. Sehr intensiv, aber sehr schön. Gefällt mir. Gut, hat mich jetzt nicht gewundert. Ich denke, ich werde mir die anderen Farben auch noch holen. Ja, es sind ja vier, ne? Muss man ja den Topf zumachen, sozusagen. So, kommen wir zum, für mich, Highlight tatsächlich. Von Linda Habeck, Latex Fever Liquid Lipstick in der Farbe Dusty Pink. Das ist kein Liquid Lipstick, wie ihr ihn kennt, sondern das ist irgendwas. Ich würde mal sagen, das ist ein Hybrid zwischen Liquid Lipstick und Lipgloss, weil, ihr seht, es ist glossy und es trocknet ein ganz klein bisschen an, aber so, es zieht nur so ein bisschen an, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe den ja, bei Instagram habt ihr das schon gesehen, dass ich so begeistert bin. Ich habe den schon getragen natürlich und ich fand es so krass, wie der gehalten hat. Also dieses Glossige verschwindet mit der Zeit natürlich so ein bisschen, aber die Farbe hat super lange gehalten und es sah richtig lange, richtig toll aus auf meinen Lippen. Wahnsinn, ich finde, das ist so eine eigenartige und außergewöhnliche Konsistenz. Ich bin völlig hin und weg. Und sie hat davon noch zwei andere Farben, so ein dunkles Lila und so ein Rot. Das ist halt eher nichts für mich. Ich hoffe, sie bringt noch mehr davon raus. Weil es ist wirklich spektakulär. Das muss man echt sagen. Es ist echt anders als alles andere. Das Rouge auch. Wow, Leute, ey. Wow. Ich sag nur wow. Ich hau mal ein bisschen Setting Spray auf für Visage. So. Ich bin fertig. ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Foundation. Was sagt die Foundation? Erstmal. Sieht bisher gut aus. Vielleicht könnte sie ein bisschen saftiger für mich sein. Ich kriege gerade super trockene Haut, Leute. Also, aber sie macht schon erstmal einen guten Eindruck. Ich habe sie auch schon mal getragen und es war auch, sah nicht am Ende des Tages irgendwie katastrophal aus. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, sagt mir Bescheid. Das Rouge, ja, was soll ich sagen, richtig abgefahren. Ich glaube, nichts für mich für Everyday tatsächlich, auch mit dem Highlighter nicht. Aber eine geile Farbe. Lippenstift geil, Liquid Eyeshadow hammermäßig, habe ich euch ja schon gesagt. Und alles in allem bin ich sehr glücklich. Ich bin auch sehr glücklich hiermit. Der Pinsel gefällt mir sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann.